Gewicht also bis 60 Kilogramm freier Stil. Für unsere Gäste das Team Scherf. Für den Abfall Teilheim begrüßen wir Peter Hase. Die Gewichtsklasse 6.
Peter Haase, ein bekannter Name. Du bist ja auch mehrmals deutscher Meister, glaube ich, gewesen. Jetzt hast du heute leider verloren, aber man muss dazu sagen, du hast heute Freistil gerungen, es ist Rückrunde. Man hat auch gesehen, es ist nicht unbedingt deine Stilart, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also mir fällt es schwer, mich so tief hinzustellen und ja, Beinangriffe sind auch nicht mein Ding. Ja. Jetzt eine ganz blöde Frage, du bist ja nicht der Griecho-Spezialist. Du hast ja auch Hinrunde Griecho gerungen, logischerweise. Wie macht man sowas? Man muss sich ja dann von heute auf morgen, wenn die Rückrunde da ist, umstellen. Trainiert man dann speziell Freistil? Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen. Wie macht man das? Ja, okay, also unter der Woche habe ich kaum Möglichkeiten, Freistil zu trainieren. Ich kann immer mal mit den Freistilern wechseln und dann bei den Kämpfen mit dem Ring. Aber ansonsten mache ich dann halt nur Freitag Beinangriffe als Training. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Wie bist du denn heute in den Kampf reingegangen? Du hast ja gesagt, eben gerade, du hast eigentlich schon damit gerechnet, dass du verlierst. Aber ich denke mal, du bist ja nicht so reingegangen, naja, ich verliere sowieso. Du hast ja auch gekämpft, das muss man ja sagen. Ja, ich habe halt versucht, da ich auch einen Klassiker als Gegner hatte, Beinangriffe umzusetzen. Aber das ist noch nicht so gelungen, wie ich das wollte. Das knappe Ergebnis kommt auch dadurch zustande, dass er auch nicht so richtig wusste, was er machen will oder was er machen soll. Du ringst ja dann logischerweise doch die ganze andere Rückrunde jetzt auch noch im Preisdeal. Ach, nicht mehr? Nein, also da kriegen wir wieder einen Ersatzmann und also da kommt dann Thomas Berger wieder und der ringt dann. Bist du eigentlich hier aus Thalheim oder bist du aus der Nähe? Nein, ich bin aus Thalheim. Das heißt, du hast hier auch angefangen von der Pike auf und bist auch beim FH Thalheim geblieben, oder? Ja. Weißt du noch, mit wie vielen Jahren du angefangen hast ungefähr? Ja, mit 9. Wie bist du da zum Ring gekommen? War es ein Kumpel, waren es Freunde oder war es ein Zufall? Wie kam das? Ja, also erst war ich bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe mit Fußball aufgehört. Und dann hatte ich einen Kumpel dort, der war auch Ringer. Und mein Vater hat auch gesagt, ich soll Ring machen oder mal ausprobieren. Ja, und so kam das dann. Du hast ja dieses Jahr, bist ja auch Juniorenmeister geworden in Windlach. Jetzt weiß ich gar nicht, bist du nächstes Jahr auch noch in den Junioren oder bist du dann schon raus? Ich weiß jetzt nicht genau vom Alter her. Ich bin noch 2 Jahre Junior. Also das war mein erstes Jahr Junior. Das heißt, du wirst natürlich auch in jedem Fall in 3 Jahren dann bei den Männern zu sehen sein. Davon gehst du aus? Ja, also ich denke mal, ich habe gute Aussichten, ich trainiere hart. Und, ja. Wie sieht jetzt so ein Abend aus? Der Kampf ist zu Ende, ihr habt gewonnen. Und was macht man jetzt so in Thalheim? Bist du hier zu Hause? Geht zur Party oder wie läuft sowas jetzt hier noch ab? Ja, kommt immer drauf an. Also meistens gehen wir noch zum Grieche, auch ein Sponsor von uns essen, so als Mannschaft. Und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen.